Bertha Krupp ist 20 Jahre alt, als sie in Rom Gustav von Bohlen und Halbach vorgestellt wird. Sie ist hübsch und die beste Partie Europas. Er ist 36 Jahre alt und Diplomat des Deutschen Reiches im Vatikan. Ihr Vater ist gestorben und sie hat die Krupp-Aktien geerbt. Über ihn erzählt der Bochumer Historiker Professor Klaus Tenfelde. Er war klein von Wuchs. Einen ganzen Kopf kleiner als sie. Ein ziemlich nüchterner, sehr pragmatischer Mensch, der es vorzog, in viel zu kalten Räumen zu arbeiten und der selbst die Stunden, mit denen er mit seinen Kindern spielte, sehr genau bestimmte. 8 sollten es werden. Er war berüchtigt für ein Leben nach der Uhr. Und offenbar genau der Richtige für das Unternehmen Krupp. Da sind sich Mutter und Tochter jedenfalls einig. Im Herbst 1906 wird geheiratet. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Reist extra nach Essen an und erteilt die Genehmigung für den Namen. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Er setzt alles daran, zu beweisen, dass er nicht nur ein angeheirateter Prinzgemahl ist und macht die Firma Krupp zu einem Weltkonzern. Schon im Ersten Weltkrieg ist sie die deutsche Waffenschmiede. Und unter den Nazis erneut. Der Führer stattete heute Vormittag Dr. Krupp von Bohlen und Halbach auf der Villa Hügel in Essen einen Besuch ab, um dem Führer der größten deutschen Waffenschmiede persönlich seine Glückwünsche zum 70. Geburtstag auszusprechen. Über die persönliche Schuld von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach ist viel diskutiert und geforscht worden. Seine Enkelin sagt, Gustav mochte die Nazis nicht. Es war eine Bewegung, die war antibürgerlich, sie war brutal, sie war unordentlich, sie war emotional, unberechenbar. Quasi alles das, was ein Mensch wie Gustav vollkommen ablehnte. Aber er hat sich nicht gegen die Nazis gestellt, sondern das große Geschäft mit ihnen gemacht. Bei den Nürnberger Prozessen wird Gustav Krupp von Bohlen und Halbach angeklagt. Doch das Verfahren wird ausgesetzt, weil er in der Haft einen Schlaganfall erleidet. Auf dem Kruppschen Familiengrab in Essen ist seine letzte Ruhestätte.